Oh fuck. Und das wäre, glaube ich, jetzt auch unser letztes Rutschi gewesen, weil er uns getötet hätte. Bei den Göttern. Wir haben ihn bezwungen. Der Dämonenkönig ist tot. Das Gute hat gesiegt. Das Land ist wieder Yeah, ihr Mächtigen. Oh, Nose! Musst du jetzt noch kommen und mir deine Laut... Ach so, du bist... Das hat... Oh, menschliche Gestalt habe ich, der Kristall des Lichts euch begleitet. Du, der Kristall des Lichts, du hast aber einen ganz schön beknackten Humor. Ihr habt das Böse mit Hilfe der komischen Kräfte... der kosmischen Kräfte besiegt. Der komischen Kräfte. Geht nun und vollbringt wundervolle Taten. Das kann man auch anders verstehen jetzt. Okay. Oh mein Gott, Leute, wir haben... den Dämonenkönig besiegt und damit haben wir dieses Spiel auch abgeschlossen. In wie viele Videos? Da der Abspiel noch drauf kommt, werden es 3. Na gut, okay. Dann gucken wir uns jetzt erstmal mal den Abspann an. Und ich würde sagen, feiert wir ein bisschen mit unseren Freunden. Gehen wir nach Windia. Und sagen Otto Bescheid. Oh, hallo Otto. Sushi, ist es wahr? Du hast den Dämonenkönig bezwungen? Ich würde sogar sagen, ich habe den Dämonenkönig. Was? Ich würde sogar sagen, ich habe den König der Dämonen bezwungen. Moment. Es ist nicht, dass der. Ach, egal. Vor allem, was heißt ich? Phobia war genauso gut am Teil. Sushi, du Ignorant! Robert und Max sind übrigens wieder zu Hause. Okay, gut. Sag ihnen, dass ich sie einmal besuchen werde. Norman liegt immer noch im Bett und ist krank. Das ist egal. Das interessiert keinen mehr. Denn wir sind wieder hier in Forrester. Kalia! Hallo, Kalia, Mädchen! Ui, Pirouetten. Die Gäste, sei Dank, du lebst! Natürlich. Was hast du nun vor? Ich will die Welt bereisen. Max, leihst du mir das Schiff? Natürlich. What? Mach dir keine Sorgen, Kalia. Ich komme wieder. Das Schiff gehört dir. Und die Mutter boxt ihn jetzt erstmal, weil er das Schiff weggegeben hat. Typisch Mann, wieder muss er seine Autos verleihen. Naja. Naja. Achso, wir gehen erstmal in den Keller. Spencer! Bauchst du wieder? Hallo, wie geht's? Naja, es geht so. Hast du Tristan gesehen? Nein. Sicher ist er wieder hinter irgendeinem Mädel her. Ja, das passt. Falls er wieder auftaucht, grüß ihn von mir. Genau, was wir begegnen Tristan noch nicht mal noch. Schade. Schade, schade. Da-da-dam, dam-da-dam, dam-dam-dam, dam-da-da-dam. Yeah, let's rock, rock, rock and roll, rock, rock, rock and roll, yeah. Na, Alter, wie läuft's denn so? Na, Alter, wie läuft's denn so? Da, so. Astrein, ey. Was zum Henker? Lass uns feiern! Ich würde gern, aber das Abenteuer ruft. Komisch, ich höre gar nicht. Das muss ja natürlich jetzt noch am Ende sein. Was geht, Alter? Sagt er zu mir. Yeah, natürlich. Alles bestens. Und da sind sie alle. Wo ist Tristan? Na, und wo ist Phobia vor allem? Das Schiff ist wie neu. Das war die Titanic auch. Hoch lebe Captain Sushi! Ich arbeite gerade an meiner nächsten Verfehlung, Erfindung. Okay, natürlich, natürlich. Den Schuh offen. Was soll das denn? Schreib meine Karte. Auf jeden. Ich habe einen Text vergessen. Das passt zu dir, Rubens. Wie wäre es, wenn ich dich begleite? Nein, 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 niemals. Ach, da! Ich darf Opa, er ist schon ziemlich verkalkt. Du warst die ganze Zeit bei mir. Lass dich nicht so feiern. Was? Lass dich nicht so feiern. Mach dich endlich auf den Weg! Phobia hat recht, Mann! Wir gehen uns nicht! Niemals! Kalia! Phobia! Tristan, der nicht da ist! Rubens! Bestimmt nicht! Lebt wohl, Leute! Auf mein Minischiff! Kalia! Ach, Phobia! Ja, gerade ihr beiden! Ah, sehe ich tatsächlich einen Krieg? Wer kriegt mich? Wer kriegt mich? Na, na, na. Oh, Tristan, schade. Kommen die Credits? Oh, what? Wir fahren. Langsam. Deck. Das ist Tristans Theme. Warte. Ich war Tristan. Hallo, Tristan, mein Freund. Warum kannst du nicht Phobia sein? Tristan, du hier? Irgendjemand muss auf dich aufpassen, Kleiner. Ja. Ich heiße Sushi. Pirouetten Dancing. Okay, da war er dann nur noch. Nach einer flackernden Geschichte. Nach einer Geschichte von Chihiro Fuyoka. Okay, Leute, das ist der Abspann. Tja. Okay, Leute. Was soll ich groß sagen? Das war Mystic Quest Legends. Nicht für heute,
Nein, für die Ewigkeit. Denn dieses Spiel ist nun endgültig abgeschlossen. In, ich glaube, 54 Videos oder so. Ich weiß es nicht. Okay, und damit geht auch mein anderes Let's Play zu Ende. Tja, und jetzt schulde ich euch Aufklärung nach dem Motto. Ihr fragt euch sicherlich, tja, wie geht's jetzt weiter? Was machst du als nächstes? Und ja, köpft mich nicht dafür, wenn ich das jetzt sage, aber ich möchte mir jetzt erstmal eine kleine Auszeit gönnen. Ich bin seit dem 6. Juli, glaube ich, dabei und mache täglich Videos. Das heißt, jetzt möchte ich mir mindestens mal eine Woche Auszeit nehmen. Das heißt, dass ich jetzt eine Woche erstmal gar nichts machen werde. Das hat verschiedene Gründe. Ich bitte euch deswegen auch, die zu verstehen. Und ja, was soll heißen, mir diese Pause mal zu gönnen. Denn, ja, erstens, meine nächsten Projekte werden höchstwahrscheinlich von einem Videograbber aufgenommen, den ich noch ein bisschen optimieren möchte. Zweiter Grund, ich muss Platz auf meiner Festplatte speichern, denn ich könnte momentan gar keine weiteren Let's Plays mehr aufnehmen, weil ich gar keinen... Ich habe den Speicherplatz gar nicht dazu, also es würde nicht ausreichen, weil das enorm Speicher frisst. Drittens, was der dritte Grund? Ja, ich muss die Sachen nochmal testen, ob das alles funktioniert und... Also, was heißt, ob es funktioniert, das weiß ich, aber ich muss, wie gesagt, ich muss noch optimieren, ob es dann... Also, dass es die perfekte Qualität bekommt. Tja, und viertens, der allerwichtigste Grund, ich brauche einfach mal eine Pause, ja, eine kurze Auszeit mal. Ist es ja nicht, ich bin ja nicht für immer weg, nur für eine Woche ungefähr oder so, und ja, so eine kleine Mini-Herbstpause, sage ich mal, ja, weil das ist echt anstrengend, weil es ist nicht so, man denkt immer, ja, aufnehmen, hochstellen, so, nein, das ist nicht, das nimmt viel Zeit in Anspruch, das Schneiden vor allem bei mir, weil ich so krasse Tonprobleme habe teilweise, und ja, deswegen einfach mal eine kleine Auszeit gönne ich mir von Let's Plays. Aber nein, natürlich, ich bin noch da und werde auch wiederkommen nach einer Woche oder so. Yes, yes, yes. Und dann geht's auch direkt weiter mit Let's Plays. Meine nächsten Projekte, fragt ihr euch vielleicht. Ja, ich habe geplant. Spiele. Ape, falls euch das was sagt. Apes Exodus oder Apes Odyssey möchte ich spielen. Ich möchte spielen Project Zero für PlayStation 2. Ja, und lasst euch überraschen, was, wie, wann, wie, wo und warum, weswegen, weshalb, unter welchen Umständen kommt. Und ich glaube, das war's hier, oder? Yes, okay. So, und ja, ein anderer Grund, warum ich auch die Pause machen möchte, ist Schule. Leute, ja, Klausurenphase geht los. Die letzten zwei Wochen jetzt sehen vor den Herbstferien. Da klotzt er nochmal richtig rein und das heißt, ja, der Sushi muss lernen, lernen, lernen. Und da bleibt nicht mehr so viel Zeit für aufnehmen. Deswegen also bitte, bitte, Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn ich mir diese kurze Pause nehme. Ich hoffe, ihr versteht das. Und ich werde mit genauso viel Elan wie jetzt, werde ich wieder zurückkommen. Flash auf der Erde auferstehen, wie ein Phönix auf der Erde. Na gut, so dramatisch vielleicht doch nicht. Aber ich komme wieder natürlich. Und da geht's direkt weiter mit eurer Unterhaltung, meinem Spielspaß und uns zusammen bei den epischen Spielen, die welche auch immer das sein werden. Und ob es die beiden sein werden, weiß ich ja noch nicht mal, aber die stehen auf jeden Fall noch aus. Und ja, ich glaube, wir kommen nichts mehr, oder? Nein. Okay. Na gut, Leute, dann... Was bewegt sich denn nicht auf dem Schiff? Da ist ein kleiner Punkt nach egal. Okay, das war... Mythic Quest Legends. Präsentiert von mir, Sui Shomaru. Und ich würde sagen... See you all. Next Mission.